Ja, und da würde es in den Keller gehen. Das habe ich gesucht. Den Weg in den Keller. Also da waren wir vorhin schon. Im Keller. Ihr braucht nur zu fragen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Der nächste. Wo wollt ihr denn hin? In den fünften Stock. Sarivok bat uns, eine wichtige Mitteilung an seine Volksleute zu überbringen. Lieber als ich. Die Arbeit mit den meisten Leuten ist manchmal ziemlich unheimlich. Mit diesen Leuten ist manchmal ziemlich unheimlich. Unheimlich was? Das werde ich weiterleiten müssen. Unheimlich, was meint ihr? Ich habe Menschen dort mit einem Gesicht hinaufgehen und mit einem anderen wieder runterkommen sehen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich habe ein gutes Auge für Gesichter, wirklich. Ich glaube, die Leute, die da oben, die da hoch und wieder runter gehen, wissen das auch. Denn einmal hat einer bemerkt, dass ich ihn ansah und da hat er mir zugeblinzelt und die Farbe seines linken Auges änderte sich. Erst war es schokoladenbraun, aber dann wurde es kurz silbrig wie das Quecksilber, mit dem die Zauberer spielen. Und dann war er fort aus der Tür und er lachte ganz schrill. Wer sind diese Leute? Nun seht mir in die Augen und seht gut hin. Sind sie ganz quecksilberig, wenn ich wieder herunterkomme? Nehmt diesen Dolch von eurem Gürtel und stecht mir das anstößige Auge ein bisschen aus dem Kopf, denn es wird nicht mein eigenes sein. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, doch ihr habt recht, es ist unheimlich. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich hier nicht sein wollen. Ja, mein Freund, ich wünschte, keiner von uns wäre daran beteiligt, aber ich habe mir eure Augen und euer Gesicht gemerkt. Ich hoffe, sie wenden sich nicht gegen mich. Wie ihr wünscht. Irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Irgendwas ist faul im Turm des Eisenthrones. Es ist was Bösartiges, Wucherndes, das wächst. Dratan, ein Wächter des Turms, hat mir etwas Unheimliches berichtet. Angeblich hat der Eisenthron seine Konkurrenten der Sieben Sonnen und der Händlerliga in den fünften Stock des Turms eingeladen und ihnen dort etwas Schreckliches angetan. Das haben wir beide schon gelöst. Werden sie in eine Art Zombies verwandelt? Werden sie dort mit starkem Rauschmittel vergiftet? Werden sie durch irgendetwas ersetzt? Ich weiß es nicht. Doch wissen wir schon. Nichtsdestotrotz könnte das weitreichende und, um die Wahrheit zu sagen, angsteinflößende Folgen haben. Ich muss jetzt aber davonschleichen und versuchen, weiter nach oben zu gelangen, denn eine bessere Idee habe ich im Moment nicht. Das nächste Schiff nach Kalimshan buchen und mich dort in der Sonne wohlfühlen und alles hinter mir lassen. Wie ihr wünscht. So, nächste Etage. Wen haben wir diesmal? Einmal, könnt ihr dir bitte sagen, wo ich Rieta finde? Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ich bin zu lange hingehalten worden. Riethas verdammter Sohn Sarivok scheint zu denken, er habe hier das Sagen. Ich muss nach eurem Namen fragen, bevor ich ausplaudere, wo die hohen Tiere vom Eisenthron sind. Ich bin Nortai und euer hohes Tier vom Eisenthron legt mir Rechenschaft auf. Ich bin gerade aus Segaund in Sembiag angekommen. Der Rat möchte wissen, wie die Dinge stehen. Jetzt sagt mir, wo ich Rieta finde. Eigentlich weiß ich im Moment wirklich nicht genau, wo er ist. Entschuldigt, wenn ich euch Unannehmlichkeiten bereitet habe. Rieta ist zurzeit in den oberen Büros. Wenn ihr dort hinaufgeht, trefft ihr ihn bestimmt an. Gut, endlich bekomme ich eine direkte Antwort. Und der nächste. Ihr dort, was habt ihr zu suchen? Ich kenne euch nicht. Warum nehmt ihr nicht einfach diese 100 Goldmünzen und habt nichts gesehen? Wir haben geschäftlich mit euren Anführern zu tun. Wir kommen gerade aus Sembian, sind recht erschöpft. Also wären wir euch dankbar, wenn ihr zur Seite tretet. Beruhigt euch, wir sind neue Rekruten. Wir haben nur noch keine Uniform. Wir kommen soeben aus Kormir. Die Geschäfte dort laufen blendend und wir haben eine beträchtliche Summe an Überschüssen für eure Vorgesetzten dabei. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht gerne sehen, wenn man sie warten lässt. Das ist aber komisch. Dem Eisenthron ist doch eigentlich jedwede Operation in Kormir untersagt worden. Lügenpack, ich weiß zwar nicht, wie ihr so weit gekommen seid, aber hier ist jetzt Schluss. Lasst uns ordentlich verdreschen. Schneller Tod. Und eigentlich war es ein schneller Tod, Dawn. Riskiert keine dicke Lippe, Bauer. Wisst ihr, wer ich bin? Endlich jemand, der aussieht, dass er aber helfen könnte. Die ganzen Jedunden und Dümpfköpfe hier waren bisher keine wirklich größte Hilfe.
Natürlich, wie kann ich euch behilflich sein, Madame? Lasst doch den Unsinn. Ich habe nicht vor, eure vornehmen Tuerei noch länger zu ertragen. Ihr könnt mich Botschafter Tarn nennen und mir zeigen, wo sich hier die nächste Treppe befindet. Ich habe wichtige Geschäfte im Auftrag der Großherzöge im 5. Stock zu erledigen. Botschafterin T, wäre es sehr unhöflich von mir, euch über das Wesen eurer Angelegenheit im 5. Stock zu befragen. Die Treppe, nun ja, sie liegt hinter mir, gleich weit entfernt von ihr. Bitte, welche Angelegenheit euch auch hierher bringen, überlegt es euch. Ich habe ein ungutes Gefühl an diesem Ort, ich würde mich um eure Sicherheit sorgen. Die Treppe ist übrigens gleich da, keine 10 Meter entfernt. Darf ich fragen, was ihr wollt? Das ist wohl kaum ein Geheimnis. Die Großherzöge haben mich gesandt, um mit Taldorn über einen neuen Eisenvertrag zu verhandeln. Es scheint, dass die Händlerliga und die Sieben Sonnen dem Eisenthron von sich aus zeitweilige Kontrolle über ihre Minen gewährt haben, damit die Lieferungen in die Stadt einfacher vonstatten gehen und auf diese Weise die Kriegsressourcen aufgestockt werden. Sollte es soweit kommen, bin ich hier, um darauf zu achten, dass wir zu einem günstigen Preis Zugriff auf dieses Eisen haben. Der Eisenthron zeigte sich uns gegenüber bisher nicht als kooperativ und ich glaube nicht, dass sie jetzt andere Register ziehen werden. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich habe nicht die Absicht, zu spät zu den Verhandlungen zu kommen. Ein zugehöriges Treffen mit der Unterhändlerin des Großherzogs, Botschafterin Tar, hat mir neue Hinweise geliefert. Zur Unterstützung des sich ankündigenden Krieges haben die Händlerliga und die Sieben Sonnen ihre Minen vorübergehend und freiwillig dem Eisenthron überlassen. Diese vorübergehende Abtretung wird sich für sie vielleicht bald als allzu dauerhaft erweisen. Koch und Köchin. Dach auch! Hey, das ist meine Küche. Ich habe was gegen Andringlinge, also raus mit euch. Hallo, mein Freund. Ich muss mich für meinen Kumpel entschuldigen. John gerät immer schnell in Rage. Da kommt man ihm besser nicht in die Quere. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht ein bisschen Mehl oder Senf? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So, Schankwirte und Kaufleute mal wieder. Was willst du? Und wieder einer, der uns einen Koffer packen will. Hallo, ihr müsst der Stadtunterhändler sein. Lasst mich mal in der Liste nachsehen. Hier, Tar, Botschafter Tar. Ihr seid pünktlich auf die Minute. Sehr erfreut. Mein Name ist Destus Gurn, stellvertretender Oberrechnungsführer für die Operation des Eisenthrons an der Schürzküste. Ganz kurz im Verlauf von Verhandlungen hier bei uns, bevor ihr euch nach oben begebt. Taldorn wird von 6 Beratern des Eisenthrons von außerhalb begleitet sein. Sei mir Wolkenwulf, Gardusch, Naman, Diab, Asim und Alai. Alle ehrenhafte Herren und gespannt darauf, euch zu betreffen. Zu diesen Beratern kommt heute noch ein 7. herzu, Herr Lil Espeo. Er soll dafür sorgen, dass alles glatt läuft in diesen Zeiten des Umbruchs, was die Tagesordnung angeht. Ich fürchte, ihr habt mich verwechselt. Bitte lasst mich einfach bei einer Angelegenheit hier weiterverfolgen. Ja, bitte, Herr Gurn. Ich habe selbst ein Exemplar der Tagesordnung und wünsche nicht mehr Zeit als nötig zu verschwenden. Wenn ihr so nett wärt, mich nur nach oben zu den Verhandlungen durchzulassen, wäre ich euch sehr dankbar. Natürlich, ihr habt vollkommen recht, Botschafter Tar. Begebt euch nach oben, lasst euch von mir keinen Moment länger auffallen. Es sind große Dinge im Anmarsch und ich bin sehr stolz darauf, euch im Auftrag des Eisenthrons kennengelernt zu haben. Ich hoffe für alle, dass die Verhandlungen zügig vonstatten gehen. Ich danke euch. Okay, nächster Questeintrag. Scheinbar handelt der Eisenthron einen Vertrag mit den Großherzögen der Stadt aus. Kann dieser einfache Vertrag vielleicht der Schlüssel für das Ende der Unruhen der letzten Zeit sein, oder ist es bloß ein Glied in der langen Kette von Motivation? Wird Geld die Gier des Eisenthrons befriedigen oder steckt noch mehr dahinter? Fragen über Fragen, und auch wenn ich das Gefühl habe, den Antworten auf der Spur zu sein, zweifle ich doch irgendwie daran, dass diese so aufschlussreich sein werden, wie ich es erhoffe. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Irgendwelche interessanten Bücher. Geschichten Mystras. Schattental. Noch mehr Schattental.
Noch mehr Schattental. Ja, wer hat's gedacht? Schattental. Oh, nochmal Schattental. Tethier. Oh, war nicht Schattental. Glocke der Tiefe. Wollen wir auch nicht unbedingt lesen. Ein paar Zauber. Bistras wieder. Elfenhof. Geschichte des Nordens. Noch mehr Zauber und eine Schutzformel. Ja, Schild habe ich. Kann ich also auch noch mal gerade dazu packen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, ein Kaufmann hier, ein Kaufmann hier und sonst war's das. So, ich bin jetzt, glaube ich, im vierten Stock. Das heißt, jetzt kommt nur noch der fünfte Stock oder war's das schon? Ja. Nehmt euch von meinem Zorn in Acht, denn er ist fürchterlich. Wer wagt es, unsere Verhandlungen zu stören? Ich bin Botschafter Tar und hier um ein Eisen kommt mit Taldorn im Namen der Großherzöge aushandeln. Tar steht da neben ihm. Mein Name ist Benjamin. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten. Benjamin sagt dir, ach stimmt, Sarivok hat uns schon gewarnt, dass ihr euch vielleicht einmischen würdet. Das Einmischen hat hiermit jedoch ein Ende. Entschuldigt bitte die Störung. Ist dies der Ausgang? Ich gehe jetzt gleich. Und wer seid ihr das sagen könnt? Ich habe alle vor euch zerschmettert. Aber ein nettes Hümpchen würde eure Überzeugung etwas ändern? Ein bisschen Gold, damit ihr euch es anders überlegt? Nein, wir haben andere zerschmettert. Die vor uns waren nah, genau wie ihr. Die vor uns waren so schwach, wie ihr es seid. Die vor uns waren nicht Zalima oder Gardusch oder Naman oder Diab oder Asim oder Alai, die vor uns sind tot, wie auch ihr es bald sein werdet. So ist es beschlossen worden, so soll es auch geschehen. So ordnet es Sarivok an. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja? Das wird kein schneller Tod. Okay. Wie kann ich helfen? Einen konnten wir auf die Art und Weise ausschalten. Die haben nicht mal was Besonderes dabei. Gebt mir Kraft. Aha. Was haben wir denn noch so an Zaubern? Worum geht es diesmal? Wobei, hat der nicht mittlerweile? Ja, der hat mittlerweile Stärke. Und jetzt habe ich sie schlechter gemacht, oder? Nee. Sie ist gleich geblieben. Heilige Kraft. Dann das da. Schild. Was ist es diesmal? Nera macht Steinhaut. Verteidigungskoordination. Ja, für Stärkung habe ich jetzt nicht, aber egal. Ihr habt geläutet. So, und dann nochmal den hier. Ein Heldentrank. Ich höre zu fürs Erste. Und ein Absorbationstrank. Worum geht es denn? Ja? So, Quick Save hoch. Auf den Magier losgehen. Wie kann ich helfen? Okay, Eissturm ist nicht so toll. Oh ja, was noch fehlt, Chaos-Schild, wenn ich schlecht. Und Feucht.
So. Wie ihr wünscht. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Lass uns in Verbindung und halten vielleicht die Vorsicht. Tau!